19. Kannst behalten. Achte da auch schon teilweise gar nicht auf den Preis. Den, hatten wir den gerade? Ich weiß es gar nicht. Oh, ein Dringling. Ah, ich hab's nicht. Da. Ah. Bitte warten. Oh, ein Dringling. Sag ich doch. Hat hier nicht mal jemand was für ein paar Almosen? 22 ist natürlich schon nett. Fast bezahlbar. Du hier. Corporal. Zug, zug. Ah, ne. Eindringling. Ich bin kein Eindringling. 19 kannst du behalten. Da hätten wir wieder so ein riesenrotes. Das wäre natürlich schön, aber... Das sieht so klein aus. Ist es wahrscheinlich auch. Krieger! Ja, ja. 20. Könnte ich mir allerdings leisten. Ist jetzt aber nicht so, dass ich das für das Geld hier ausgeben möchte. Und auch nicht für das Aussehen des Schiffes. So ein Schiff würde mir tatsächlich irgendwie gefallen, aber... Das ist wahrscheinlich auch wieder viel zu teuer. 1,4, aber hat natürlich ordentlich Plätze. Also 24 Platzschiff für mein... Für meine Units, das wäre schon fein. Eindringling. Mach ein Angebot. 22. Was ich nochmal machen könnte, ganz kurz, ist hier mal kurz hier Sachen hochladen. Weil es gibt ja auch noch mal ein paar Units. Ist ja nicht wirklich viel, was wir hier noch haben. Also ein bisschen. Nicht, dass es dann irgendwie an minimalen Units dann scheitert oder so. Das sieht auch wieder aus wie ein Puppenschiff. Hat jetzt 25 Plätze und kostet 100 oder so. Keine Ahnung, wir fragen mal. Hat irgendwie was. Das ist bestimmt auch leicht zu übersehen, das Schiff. Ja, ja, komm. Krieg ist bereit zu handeln. Was hast du denn? 20. Könnte ich mir leisten, aber nein. Dafür sieht das Schiff zu scheiße aus. Und hat in Anführungszeichen nur 20. Also ich hätte 24, wäre echt schon geil. Und das dann für einen bezahlbaren Preis wäre noch geiler. Wir können natürlich jetzt auch noch weiter auf dem Planeten rumgeistern und Gold absammeln, aber... Ja... Yeah. ...21. Kann ich mir tatsächlich nicht ganz leisten. Oh, Mensch. Bringt doch mal hier tolle Schiffe. Da kommt noch mal so ein großes rotes. Vielleicht ist es bezahlbar. Also nicht wie zahlbar der Wookie, sondern halt bezahlbar. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, die kosten immer so um die Millionen. 1,5 bestimmt wieder. Also jetzt hätte ich schon gern so halt ein großes. Eindringling. Naja. Kostet auch 1,8 mit 25 Plätzen. Also heißt das, wir müssen jetzt auf 2 Millionen in etwa sparen und dann hoffen, dass wir hier so ein tolles Schiff kriegen, ja? Okay. Wow. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen. Wir verlassen dieses System. Das Megadrive-System. Und düsen ins nächste System. Oder ins das darauf folgende. Oder, oh, das hat ein Planet? Stimmt, ja, war hier was. Was hätten wir noch so? 5 Planeten. Mal sehen überhaupt, wie weit ich reisen darf. Das ist zu weit zum Springen. Da muss ich den Antrieb erstmal verbessern, okay. Wow, da ist ein Freiflugmodus. Und da könnte ich jetzt anpeilen, was ich jetzt haben will. Ist ja krass. Warp-Reaktor Sigma erforderlich. Ja, genau. Ja, ja, ja. Du mich auch. Das heißt, dafür müssten wir erstmal den Warp-Antrieb so weit auffrischen,
Dass man dann sagen kann, ja, ne, da will ich hin. Dann düsen wir hier hin. Durch den Planeten, natürlich! Wow! Systemgedöns und eine sehr, sehr runde Raumstation. Fliegen wir doch direkt mal rein. Das ist bestimmt Todesstern. So wie es aussieht. Bestimmt. So. Wow. Mal sehen, was hier jetzt für Schiffe ankommen. Und was für ein Volk hier rumgeistert in dieser einen Planetengalaxie. Ich weiß ja nicht. Aber man kann ja mal gucken. Kommt schon für Schiffe. Ich weiß, dass ihr reinkommen wollt. Ja, kommt was. Sieht auch aus wie das eine Vikenschiff, so aus Ferne. Was wird es sein? Bestimmt unbezahlbar. Wir fragen einfach mal nach. Haben wir so ein Schiff schon mal gesehen? Ja, ist ein Vikenschiff. Also wenn das immer dieselben sind, dann ist es so ein Vikenschiff. Guten Tag. Ich komme in Frieden. Direktor Birche. Ach, ein Gag. Ach, guck mal einer, guck. Gag, Freude, Handeln, ja, da. Was hast du denn? 22 Platz für viel zu teuer. Nein, danke. Gut. Jedenfalls wissen wir, aha, hier Raumstation. Ich bin wieder weg. So, und dann düsen wir auf den einzigen Planeten hin, den es hier in dieser Galaxie gibt. Wir haben ja keine andere Wahl. Was muss, das muss. Wir wollen mehr Gold haben. Wir wollen dieses Gold auch verkaufen. Alles andere ist, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal, so ein bisschen nebensächlich. Behaupte ich. Auch dieser Planet sieht wieder sehr seltsam aus. Bisher sehe ich hier auch noch nichts von Gold. Doch, da. Also es ist jetzt leider halt eine totale Goldfarmtour. Weil ich auch sonst hier auf diesem Planeten kaum irgendwie was sehe. Ein leerer Planet. Was? Wächter wütend. Fauna mangelnd. Okay. Ah, das wird ja lustig. Lade nach! Das habe ich mir gut überlegt. Okay. Ach, da ist dieses Emeril. Ah, okay, gut, ist kein Gold. Wie ist denn das jetzt hier? Jetzt gibt es hier keine Tiere, ja? Okay. Was ist das? Diese Entdeckung ist als beleidigend oder unangebracht zu melden. Achso. Ah, okay. Ja, gut. Nö. Aber hier waren wir jetzt auch nicht, ne? Warum wird mir das jetzt angezeigt? Weil ich das entdeckt habe? Weil ich da mal mit der Maus rübergegangen bin? Aber ich bin ja schon weg. Ah, gibt's hier... Hier gibt es keine Tiere. Kein gar nichts. Nur böse, böse Wächter, die eine Grundeinstellung haben von negativ. Die Vegetation lässt ja auch zu wünschen übrig. Da haben wir so ein Anzug-Upgrade-Kapsel. So eine tue ich mir tatsächlich mal leisten.
nebenbei hier ein bisschen das Gold. Gut. Gold in Kristallen. Bin weg. Hab doch hier schon wieder so einen Wächter gehört. Also es gibt hier anscheinend sehr, sehr viele Wächter. Für 100.000, ja. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, aber ja. Stelle Strahl um. Maul. Noch einer irgendwo. Da. So. Auch den haben wir. Okay. Das ist ein sehr merkwürdiger Planet. Akroplanet hier. Und gut, dass wir so eine gute Waffe von den Wikien erhalten haben, sonst wüsste ich echt nicht, wie wir hier überleben sollten. Ein Neutrino-Modul. Hier hat er auch noch irgendwas gedroppt. Nochmal so ein Neutrino-Modul. Ist okay. Aber ihr hört es vielleicht, wie da die ganze Zeit halt diese Viecher anschweben. Hier ist kein guter Ort, um Sachen zu farmen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in die nächste Galaxie düsen. Weil hier ist ein Planet, wenn du einfach nur kämpfen willst. Versuchen willst zu überleben. Und sowas würde ich erst angehen, wenn wir tatsächlich vernünftig ausgerüstet sind. Das heißt, AD-Planet, wir benennen ihn noch. Und zwar hier. Akro Planet. Ach, das ist eine Galaxie, die wurde schon von jemand anderes. Ah! Hier kreuzen sich die Wege von jemandem, okay. Das System nennen wir Dreamcast. Um bei den Sega-Konsolen zu bleiben, ne? Laden wir das noch eben schnell hoch. So, und dann auf und davon. Der Planet hat wirklich nicht sonderlich viele Sehenswürdigkeiten. Deswegen halte ich das jetzt einfach mal für okay. Dann, ach, ich bin noch nicht weit genug im Weltall. So, jetzt aber. Schon wieder ein Planet. Vier Planeten, zwei Monde. Na, dafür müsste ich erst den Antrieb verbessern, okay. Aber wahrscheinlich nicht im Sinne von, hey Mensch, du brauchst mehr Warpkerne, sondern tatsächlich den Antrieb verbessern. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Die Lebniskoppengalaxie. Yay! Ein Reisemeilenstein erreicht. Yay! Vorhut. Dreimal gewarpt. Ich bin so ein Warper. Warp, warp, warp. So, eine Raumstation habe ich doch gerade auch schon gesehen. Da. Dann düsen wir mal schnell da rein. Nur um zu gucken, ne, was kommen denn da für Schiffe an? Auf was für ein Volk darf ich mich denn hier einstellen? Und vielleicht.
vielleicht gibt's ja auch irgendwie so das Mega-Angebot schlechthin, weißt du?